Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime, und wir sind zurück bei Uncharted 4. Schönes Panorama, schöner Vulkan. Wir fahren direkt mal weiter. Ja, mal schauen, wie wir jetzt hier vorwärts kommen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Zack. Nächstes Etappenziel. Okay, fahren wir hier oben lang. Okay. Müssen wir hier runter? Wir suchen ja eigentlich Türme. Seht ihr einen Turm? Da hinten, alles klar. Alles klar. Sehr schön. Was haben wir hier? Hier ist ein... Was ist das? Alte Ruinen. Da können wir auch direkt mal gucken. Die sind zwar etwas älter, möchte ich sagen. Was haben wir hier? Das untersuchen wir mal. Pergamentrolle. Okay, sehr gut. Okay, ich glaube, wir sind trotzdem weit entfernt davon, alles zu finden, was so geht. Ja, vor allen Dingen, wenn wir es nicht mal schaffen, hier über so eine Kante zu laufen. Kommt man hier hoch? Bestimmt, oder? Nee, kommt, schafft er nicht. Aber hier auch nicht. Aber hier. Na gut. Ob es da noch eine Möglichkeit gibt, hochzukommen? Oh, habt ihr doch mal nicht so. Du bist doch sonst so ein findiges Äffchen. Na gut. Na gut, wir haben unseren Schatz abgesahnt. Wir machen also weiter. Okay, hier dürfen wir die Winde wieder nicht mehr benutzen. Hat Spaß gemacht. Zack, okay. Wo müssen wir hin? Ich würde sagen, da lang. Okay, hier kommen wir direkt durch. Links und rechts Steinmauern, da ist nichts zu holen. Hier ist der nächste Abschnitt. Oh. So, wir können oben rumfahren. Wir hätten aber auch in der Mitte durchgekonnt. Ist hier noch irgendwas? Nein, ich wollte gar nicht aussteigen. Ich wollte eigentlich nur mal gucken. Aber das hier sieht auch wieder vielversprechend aus. Ah, sag ich doch. Da ist doch was. Okay. Das ist doch weniger, als ich dachte. Ah, da hinten blinkt's. Alles klar. Sehr schön. Den nächsten Schatz, den wir abgestaubt haben. Und? Mann! Dickes Männchen. Antike Fruchtbarkeit. Antikes Fruchtbarkeitsidol. Und ich habe schon wieder eine Patrone verschossen. Mann, das gibt's gar nicht. Ja, das ist euch in Lehre. Gebt mir keine Waffe in die Hand. Aus Versehen wieder über R2 gerutscht. Naja, was soll's. Egal. So, weiter geht's. Los geht's. Genau. Möchte ich meinen. So. Ui. Ah, jetzt seht euch das. Oh, Scheiße. Ui. Stopp, stopp. Ich sehe sie. Hier. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Na, Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Na, der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Okay. Ist die Frage... Also eigentlich sollten wir wahrscheinlich subtil vorgehen. Aber ich und subtil ist immer so eine Sache. Das heißt, eigentlich sollten wir absteigen. Wo laufen die denn Patrouille? Da. Okay, wir steigen mal hier aus. Und bewegen uns mal hier durch. Okay, wir haben hier ein paar Gegner. Ich sehe es schon kommen. Das wird doch in einem Feuergefecht enden. So, los. Und zack. Da ist noch einer. Da oben sind noch welche. Ja, ist so ein bisschen die Frage. Fokussieren wir uns jetzt auf den oberen Typen da? Sieht der uns, wenn wir hier rüber? Bestimmt, oder? Ups. So, okay. Und den holen wir uns jetzt. Okay. Muni aufsammeln. Okay,
Sehr gut, haben wir. Okay, der andere ist oben, ne? Okay, okay, den haben wir auch gekriegt, sehr schön. Wir haben hier über uns noch einen. Ich habe auch die AK habe ich auch gesehen. Aber jetzt so ein bisschen die Frage, wie kommen wir am geschicktesten da hoch, ohne gesehen zu werden? Oh, shit. War nix. Rick dich wieder ab. Okay, sehr gut. So viel zum Thema, ohne gesehen zu werden. Ah, okay. Hier geht's also lang. Man sieht ihn aber auch von hier aus nicht, ne? Sieht man ihn, wenn er rumgelaufen kommt? Da ist er. Ah, vielleicht können wir auch hier rum. Sehen die dann besser. Oh, da sind Scharfschützen. Ah, oh, dass die uns nicht sehen. Okay, vielleicht. Granaten, sehr gut. Kann ich hier lang? Okay, was ist das? Ui, okay, super. Okay, das war eine super Idee. Ich bin quasi tot. Okay. Das war ja eine super Idee. Weg und aua. Ja gut, das war meine Art, subtil vorzugehen. Okay. Okay, das sind ja echt sau viele. So, okay. Immerhin haben wir jetzt die AK, das ist schon mal viel wert. Und von hinten kam irgendwo noch mehr. Kommst du gucken? Komm, gucken. Bitte, 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 bitte. Wunderbar. Man bräuchte irgendwie so einen Scanner, um sehen zu können, wo Gegner sind. Gibt's sowas? Nee. Ich habe jetzt mal L3 und R3 gedrückt, aber nichts. Ob das möglich ist, den da oben per Schleichen auszuschalten? Bestimmt, oder? Ach, da hinten ist auch noch einer. Zwei. Alles klar. Alles klar, wo ist er? Da. Wir probieren es mal. Das ist ja schon dreist. Das ist ja schon dreist, ey. Wo war hier die Granate? Da. Okay, da sind welche. Da sind sogar eine ganze Menge. Da liegen noch mehr Granaten. So ein bisschen die Frage. Wo gehen wir am dümmsten lang? Der Scharfschütze da oben gefällt mir ja gar nicht. Wo steht dann da? Ob es eine Möglichkeit gibt, den erstmal auszuschalten? Irgendwie so hinten rum? So, okay. So, jetzt zack ich. Sehr schön. Okay, hier kämen wir schon mal rein. Den können wir uns schon mal holen. Okay. So, und jetzt mal hier lang.
hier oben noch was? Hier sind sie auf den... Oh. Den bei... Oh, hoch mit dir! Was? Nein. Okay. Ach, shit, das hat natürlich nicht geklappt. Okay, okay. Oh, geh doch runter! Okay. Okay, das haben wir. Jetzt müssten wir irgendwie noch den... Da ist doch einer! Okay, ich hab doch gedrückt! Mann, verdammter Mist! Okay, wie kommen wir am dümmsten? Okay. Okay, komm. Wie kommen wir am dümmsten zu dem hoch? Okay, das ist Sully. Wo sind die denn? Okay, haben wir sogar schon fast alle? Nee, oder? Hier lag irgendwo noch Muni rum. Da, die nehmen wir mal mit. Geht's hier hoch? Hier geht's hoch. Ach, habe ich gar nicht gesehen. Na, zieh dich hoch. Und hoch. So, der steht. Der ist noch eine Etage höher, oder? Wie kommen wir denn? Da, okay. Ich sehe es schon. Ich finde dich schon. Na, hier runter und dann da hoch. Ja, hier rüber. Oder so. So geht's auch. So, wo ist er? Ist er noch höher? Der war... Ach, da. Wie kommen wir da noch? Hier kommen wir doch hoch, oder? Okay, dann... Ui, ja. Oh, oh. Hey, hier drüben liegt einer. Lass es in der Nähe sein. Und zack. Okay, sehr gut. Wo denn? Wo denn? Andere Seite? Na. Das ist unser Jeep, okay. Ach, da. Okay. Okay, dann weiß ich immerhin, wo sie sind. Nice. Okay, sehr gut. Da war er doch. Okay, nice. Stimmt, Granaten haben wir ja auch. Müssten wir vielleicht auch mal nutzen. Oh, immer mehr. Irgendwo müssen noch welche sein. Sonst wäre die Musik, glaube ich, entspannter, oder? Na gut, ich würde sagen, wir können uns mal runter bewegen. Und wo denn jetzt? Und wo denn? Okay, wahrscheinlich hätte man sich echt auch über diese Dinger hier hochhangeln können, ne? Runter mit dir. Hat da jemand? Ne, die klettern hier einfach nur runter, ne? Ja, okay. Okay. Das war's immer noch nicht? Okay. Ich glaube, das war's. Okay. Verdammt. Ray von der Queen haben sicher Dutzende von Leuten hier, die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern. Okay, wir sprengen das mal und gucken mal, was da ist. Achtung, weg da! Okay. Ja, das war wieder suboptimal. Ich weiß nicht. Okay, was haben wir hier? Ja, noch ein Siegel. Adam Baldridge. Er regierte eine Weile in Kings Bay. War ein Händler. Sklavenhändler. Schurke durch und durch. Ich staune. Ja, der Knast. Viele Bücher. Mhm. Was haben wir aufgeschrieben? Links kennen wir schon. Adam Baldridge. Unter dem Siegel ist Sam Sully.
Okay. Der Traum jedes Handwerkers. Leichte, was? Leichte Bauschäden, Dach undicht, vor der Tür leicht beschädigt, Rundumblick von allen Räumen. Okay. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Ein Schätzchen, ein irgendwas, was sich noch lohnt, außer dem Siegel da auf dem Boden. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können weiter. Oh. Autochen müsste da hinten sein, genau. Los, Jungs, wir machen los. Jetzt müssen wir die Brücke, die eben noch dicht war von den Soldaten. Mal schauen, wo wir dann hinkommen. Wahrscheinlich zu dem nächsten Turm. Und mal sehen, wie schnell wir den finden. Okay, da sind sie auf einmal alle da. Na gut, hat man zwischendurch auch mal eine kleine Schießeinlage. Wie gesagt, mehr oder weniger gut gelungen. Also mir. Wo ist denn die Brücke? Wo? Ach, da hinten? Nee, ist sie das doch? Okay. Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen mehr noch den Umgebungskram nutzen. Dieser Piraten lässt echt so wünschen übrig. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Ich glaube, ich weiß wie. Weil die Brücke steht ja noch. Genau, ich dachte mir doch sowas. So. Sehr schön. Können wir sogar noch in dieser Folge ein Rätselchen lösen? Nicht gut. Sehr schön. Ist aber auch easy. Ganz ehrlich, ist jetzt nicht so schwer. Es sieht ja schon offensichtlich danach aus. So. Mit dieser Einkerbung da drum. Und feuerfrei. Sehr nice gemacht, muss ich sagen. Finde ich gut. Okay. Ach, das okay, es fährt sich selber ein. Ich war nicht gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Okay, da kommen wir hoch. Sehr schön. Super. Okay. Okay, dann würde ich sagen, haben wir doch das nächste Areal schon abgeschlossen, mehr oder weniger. Mal schauen, ob wir jetzt hier hochkommen, wieder ein kleines Podest haben. Ja, haben wir. Und weiter geht es. Weiter geht es. Wie gut kennst du Nadine eigentlich? Wieso? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Haha, ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie nicht. Sie ist eher der Typ Söldner, der erst sein Geld sehen will. Ist Rafe dein Vorteil? Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Da sind wir gerade lang gekommen, oder? Ja. Na gut. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. So, wo geht's hier weiter? Ja. Uiuiui. Es sieht schon geil aus. Kann man nicht anders sagen. Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja, hast wohl recht. Da ist definitiv was dran. Darf ich jetzt auch die Kamera wieder? Ach, okay. Sieht hey, schon geil aus. Wenn ich mal fragen darf, wie hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Ach, weißt du, mit Lesen überwiegend. Einer der Wachmänner hat mich unter seine Fittiche genommen. Er hat mir immer Bücher aus der Bücherei besorgt. Was hast du denn gelesen? Geschichte. Alles, was mit Avery und den anderen gefragt hat. Hey, ob in dem alten Gebäude was zu finden ist? Na klar. Deswegen sind wir hier. Kommen wir hier irgendwo hoch? Oder drunter durch? Ah, hier sieht gut aus. So hoch kann ich nicht springen. Boah, Brüderchen, ich bräuchte dich mal. Räuberleiter. Tür. Da kommen wir überall nicht hoch. Ach, ich habe eine Idee. Ha. So, wartet. Wir haben doch unser mobilen... Genau, Schiebeklotz dabei. So. Sehr schön. Das sollte doch jetzt machbar sein. Ja. Warum auch immer er jetzt darüber sprang. Sehr schön, super. Okay. Kommt man hier rein? Irgendwo. Was ist das? Das ist definitiv ein Eingang. Wartet mal. Geh mal einen Schritt. Sehr schön. Sollte offen sein. Ja, sehr gut.
Und runter. Und? Und? Hat sich der Aufwand gelohnt? Ich hoffe doch. Was haben wir hier? Oh, Steinschlossbüchse. Aber die würde ich ungern meine Waffe tauschen. Ja. Ich würde sie mitnehmen, aber so lohnt sich das ja nicht. Okay, ein Schatz. Sehr schön. Eine Vase. Englische Bierflasche. Ach, okay. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich gebe es zu. So, was ist dies? Nischt. Okay, ich glaube, das war's schon. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Über denselben Weg, wie wir reingekommen sind? Ja, schade mit der Pistole. Aber es macht halt irgendwie keinen Sinn, mit da umzusteigen. Aber wir haben, einen Schatz gefunden. Das finde ich sehr nice. So, dort muss das Auto stehen, genau. Oh, Alter, manchmal stellt sich echt dämlich an. Na gut, wir sind eh am Ende dieser Folge angekommen. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge weiterfahren. Für den Moment sind wir erstmal durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Showtime. Tschüss.